Der Zwerg vom Untersberg von Marco Bolz-Maltan, gelesen von Christopher Meyer. Die ersten Sonnenstrahlen erreichten das Bergplateau des Untersbergs. Schon seit vielen Stunden saß Manni, das kleine Untersberger Mandel, auf einem Felsvorsprung und wartete geduldig den Beginn des Tages ab. Ein ganz besonderer Tag in seinem Leben. Denn zum ersten Mal wurde ihm die Ehre zuteil, das Innere des Berges zu verlassen. Alle 100 Jahre darf ein Mandel hinaus in die Welt und bekommt die Aufgabe, die kreisenden Raben über den Gipfeln des Untersbergs zu zählen. Sind es 24 an der Zahl und umkreisen diese dreimal die Gipfel des Berges, kann er erwachen, der Kaiser mit seinem Hofstaat im Inneren des Berges. Manni genoss die Morgensonne, die sein feuchtes Lodengewand erwärmte. Auch das kleine Dorf am Fuße des Berges wurde langsam mit Licht geflutet und die Menschen erwachten aus dem Schlaf. Wie gerne wäre Manni hinunter in das Dorf, wie gerne würde er die großen Geschöpfe einmal aus der Nähe sehen. So viele wunderliche Geschichten wurden ihm von den Altmandeln am Feuer erzählt. Es begab sich einige Male in den letzten 1000 Jahren, dass sich ein mutiges Mandel zu den Menschen hinuntergetraut hatte. Nur wenige waren zurückgekehrt. Von denen, die es geschafft haben, gibt es viele Erzählungen. Diese werden allabendlich von Zwergengeneration zu Zwergengeneration weitergegeben. Sie sind groß, diese Menschen. Groß und mächtig. Viele von ihnen sind stark und böse. Sie zerstören und vernichten. Aber es gibt auch kluge und gute. Jene sind voller Liebe, schätzen und ehren die Kreaturen und die Welt. Immer mehr reifte in dem Zwerg der Wunsch, diese Menschen kennenzulernen, sie zumindest aus sicherer Entfernung etwas näher zu betrachten, ohne dabei entdeckt zu werden.